Hallo alle Guten, schon mal geduscht, weil ihr geschwind Ostert aus, könnt mal vielleicht in Osterhäschen basteln. Schon ein ganz, ganz einfach ausgesicht an die Sache, mis die normalerweise auch alle Guten durchheben hat. Ich so nicht schlug, wer der Braut und der Frau, der Mama oder der Papa, ob der das tut. Als allererste brauchen wir mal ein Toilettenrollo. Da tut er bestimmt alle Guten durchheben. Da braucht ein bisschen Pusch, ein Scheier, ein Bleistift, da braucht ihr zwei an. Wenn ihr der kein Hut, dann ist das doch gar nicht schlimm, weil ich kann ihn auch selber malen. Zwei kleine Pumpen, auch wenn der kein Hut, dann ist das auch nicht schlimm, weil die können wir auch malen. Da braucht ihr ein Pinsel, da braucht ihr farbige Papaya, ich habe eine rote geholt. Wenn ihr aber einen anderen Farbflavor habt, könnt ihr einen anderen Farb holen. Und dann ein bisschen weiße Papaya. Und dann habe ich ein bisschen Farben. Habe ich rosa, blau und Mauve. Bei mir gehen die ganz geckischen Häschen. Ihr könnt natürlich auch andere Farben raussuchen. So, da fangen wir an. Und wir malen unseren Toilettenrollo, okay? Das ist die heute Pinsel. Und dann könnt ihr die so farbig malen, wie ihr es gerne hat. Aufgepasst! Wenn ihr keine alten Kleider anhut, braucht ihr einen Schiertisch. Fragt Mama oder der Papa, ob sie euch einen können gehen. Und da geht es schon los. Da könnt ihr euren Toilettenrollo mole wieder wild, ganz wild durch die Gärt. Mein Gott, ganz farbig. Und den Farben noch ein bisschen mischen. Damit ihr auch noch wissen, wie das geht, wenn wir die mischen. Schön bis um den Rand. Und ihr habt keine Grobfarbe mehr gesehen, okay? Ihr müsst wirklich überall malen, für das denn hier ist hier noch ganz schön geht. So, dann hier. Ein bisschen umhalten. Voilà. Gucken, ob der überall gemalt hat, ein Kadrinen. So, tipptopp. Den dreschen, glaube ich, sie. Aber während den dreschen, können wir alles drum machen, für die Ohren zu basteln. Dafür holt ihr als Sicht eure farbige Papaya, also muss die rote sein. Und dort drüber malt ihr zwei lange Ohren. Voilà, das seht ihr vielleicht nicht gut. Also zwei so lange Ohren drauf malen. Dann holt ihr Cheia an die Schnauze raus. So, schön, das schon gemacht. Das ist heute meine Ohren. Dann holt ihr die weiße Papaya. Und noch einmal holt ihr zwei Ohren drauf. Aber sie muss ein bisschen mehr klein sein, wie die Farbe. Okay? Das ist zwei kleine Ohren malen. Auch die schneiden wir der Scheibe raus. Und da sieht das so aus. Los pushen wir die kleinen weißen Ohren auf die großen farbigen Ohren. So. Und hier auch. Voilà. So, wir haben die Ohren schon bereit. Wir gucken mal, das ist nicht ganz drin. Wenn die Ohren drin sind, pusht ihr die Ohren vom Häschen zu da dran. Oben drauf. Dann kriegt ihr sie zwei Ohren abgepusht. Sein Häschen abgepusht. Und dann könnt ihr noch eine kleine Schnurri mit einem schwarzen Tuschpick malen. Viel Spaß beim Basteln. Ciao, ciao.